Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Dead by Daylight mit Bowie und mir. Und da ist Bowie schon da. Hallöchen, da ist hi. Er. Bowie. Und ich mache gerade Klagelied des Ingenieurs. Das heißt, ich muss 5 verschiedene Generatoren antippeln. Oh Mann, ey. Da ist Michael. Oh, shit. Und er ist schon wieder hinter mir her, oder was? Lass mich in Ruhe. Ich muss antippeln. Nein, er ist hinter mir her. Sehr gut. Bowie hat ihn abgelenkt. Nein, geh weg! 1, 2, 3. Ich lenk ihn mal ab. Durch gekonntes Versagen. Nebenbei guck ich mal nach Totems. Eins wurde ja schon gemacht. Das ist heißt, das ist Totem Nummer 2. Hier verfolge ich jetzt den Random-Typen. Weil wenn ich eh herumlaufen muss, dann kann ich das ja auch dazu nutzen, etwas fürs Team zu machen. Das ist der 3. Generator. Sehr gut. Okay, der Random ist oben auf diesem, was auch immer das ist. Das ist der 4. Ich hoffe, ich kann diese eine Sekunde abschätzen. Ich mache nämlich immer ein bisschen zu schnell. Okay, auf dem Schiff müsste denn der letzte Generator sein. Ja, da ist... Oh, ich verfolge jetzt ja jemand anders. Ich habe immer ein bisschen länger gemacht, so 3 Sekunden. Dachte ich, ja, sicher. Nein, der Random kommt zu mir. Nein! Nein! Warum ist das so weg? Warum habe ich den Generator gemacht, ey? Ich habe mich erschrocken. Er sieht halt so aus, als... Er sieht so creepy aus. Ja, das ist halt, weil der random in meine Richtung gelaufen ist. Oh, warte, bis sein One jetzt vorbei ist. Er ist da, wo du aufgehangen wurdest. Ja, er ist hinter mir. Er ist hinter mir, ja. Ich hoffe, er hebt sie jetzt hoch. Mach ja, er auch. Shit. Wie lange dauert das ein One-Hit? Warum dauert das so lange? Das ist doch voll stark. Den lasse ich mal aus. Er hat mich gleich schon wieder. Naja. Ja, es geht halt irgendwie nicht. Vielleicht hat er einen Perk, das. Ja, ist eine scheiß Runde für mich, ganz ehrlich. Hat er Barbecue dabei? Vielleicht ist. Ja, sein One-Hit verschwindet halt nicht. Guck mal, wie lange er schon da ist.
Ich hol dich einfach runter, oder? Mach einfach, ist egal. Komm, vorsichtig. Okay, er tunnelt nicht. Das ist doch nett von ihm. Ja, das ist sowieso eine blöde Runde jetzt. Ich glaube, er hat sich halt so hoch gestalkt an uns, dass er jetzt halt dieses Ding hat, dass er dauerhaft auf... Ja, die Runde werden wir also nicht schaffen, aber ich will meine Herausforderung geschafft haben. Alter, das soll schon wieder nicht. Heilen lohnt sich dann ja auch nicht, also... Nur wegen Punkte. Also du darfst mich heilen, wenn du Punkte willst. Wo bist du denn? Ich bin bei dir. Ah ja. Was denn? Ich konnte dich nicht heilen. Okay, ich stand doof. Willst du mich auch wegen Punkte? Ja. Guck mal, er macht doch fleißig. Wow, ich bin beeindruckt. Willst du abheben oder soll ich? Ab. Ja, ich geh mal hin. Okay. Guck mal, das Teil verschwindet nicht, ne? Das geht nicht weg. Das ist ein Perk, aber dafür braucht er viel länger, um raufzukommen. Aber ey, ganz ehrlich, ich bin auch blöd rübergelaufen, immer zu den... Denn die anderen haben halt auch sich nicht so versteckt. Ja, da hat er mich. Mal, jetzt holt er erst mich, weil ich... Ja... Das schaffst du nicht. Er ist direkt hier. Ah, die andere kann mich noch mal runterholen. Das könnte. Tot. Nee, das ist einfach zu stark, tut mir leid. Naja, kommt halt. Ich bin dann auch gleich tot, aber das ist mir egal. Punkte farmen und so. Außerdem brauchte ich die. Ja, da hat er mich. Ja. Ah, ich will ja nur die Herausforderung, weil das ist halt echt ein bisschen mies. Ich finde das halt nicht gut geregelt, dass du die Herausforderung machen musst. Und vor allem nicht, wenn du so eine Herausforderung hast. Ich meine, das hätte man jetzt auch leicht nebenbei hin erledigen können, aber wenn du denn so Herausforderungen mit weiter hast, wie mit dem Verstecken. Denn du bist halt gezwungen, wenn du ihn spielst, für mich so, weil ich ihn ja nicht so hoch geskillt habe, in dieser Runde diese Herausforderung dann auch machen zu wollen. Weh, ich habe jetzt nicht... Ja, doch, habe ich. Sehr schön, also Dankeschön fürs Zuschauen. Sorry, aber ja, die Runde war doch ganz interessant, fand ich. Und ja, dafür, dass man blöd herumgelaufen ist, ich habe halt meinen Pip verloren, so wie ich das erkenne. Ja, ist egal. Das ist halt so... Das ist halt Herausforderung, die man dann machen muss. Es ist dann halt nur fies, dass man Randoms quasi mit reinzieht. Auch mit den Schutztreffer. Ich meine, wie irre ist denn sowas? Ich finde Herausforderungen gut, die du so nebenbei erledigen kannst. Und dazu gehört halt, dass es nicht spezielle Personen oder verschiedene Perks sind. Das fände ich schon irgendwie nicer. Aber ja, ist halt so, ja. Oder zumindest, dass du die Herausforderungen... Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Na, guck mal, Twitch-TV.
So, ich fand's ganz interessant. So, ja. Wir sehen uns morgen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich will auf jeden Fall die Herausforderung hier drin haben. Und ja, ansonsten, ja, bis morgen. Tschüss. Dankeschön fürs Zuschauen.